Pfaffenhofen wird Ihnen präsentiert von der Le Jeune Akademie München. Ja, herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Heute freue ich mich auf ein Gespräch mit der Moderatorin, der Journalistin und der Autorin Bärbel Schäfer. Herzlich willkommen, Bärbel Schäfer. Hallo, lieber Jörg von Hoven. Dankeschön für die Einladung. Freue mich auch. Sehr gerne, sehr gerne. In Ihrem neuen Buch Avas Geheimnis beschäftigen Sie sich mit dem Thema Einsamkeit. Und Ihr Buch, das finde ich, ist sehr aktuell, da sich immer mehr Menschen in Deutschland einsam fühlen. Und trotzdem reden wir nicht darüber. Und jetzt haben Sie eben mit Ihrem Buch dazu angeregt. Und denn Einsamkeit, man denkt ja immer, betrifft nur ältere Menschen. Aber auch bei Jugendlichen wächst dieses Phänomen. Und eine aktuelle Bertelsmann-Studie kommt zu dem Ergebnis, dass 61% der Befragten sich einsam fühlen. Und deshalb ist es gerade jetzt wichtig, mehr darüber zu reden. Und Frau Schäfer, wie ist es zu Ihrer Begegnung mit dem Thema Einsamkeit eigentlich gekommen? Ja, die Zahlen, die Sie ja gerade nennen, sind erschreckend hoch. Also die Wahrscheinlichkeit, dass wir beide und unsere Zuschauer und Zuschauerinnen jemanden kennen, der einsam ist, ist somit recht hoch. Und ja, manchmal ist das ja so, die Themen fallen einem so kometenhaft vor die Füße und dann steht man drin in diesem Gewitter und läuft eigentlich nicht weg. Ich bin eigentlich nicht weggelaufen, weil mich eine sehr enge Freundin angesprochen hat und hat gesagt, sag mal, kannst du nicht mal bei meiner Schwester vorbeigucken? Die liegt im Krankenhaus. Und die kannte ich aus alten Talkshow-Zeiten. Da war die in der Gästebetreuung und war ihr jetzt nie nah. Aber habe sie immer als sehr freundlich und zugewandt erlebt. Und plötzlich war dieser Mensch sehr, wie soll ich das sagen, sehr sperrig, sehr rau, sehr abweisend. Und ich wollte wissen, was ist mit dieser Frau? Ja, also erst einmal, das ist jetzt kein fiktionales Buch, sondern ist diese Ava gibt es wirklich. Ja, diese Begegnung hat es gegeben, Ava trägt einen anderen Namen, weil sie als Grundschullehrerin eben auch wieder arbeitet und mich gebeten hat, dass wir den Namen ändern. Es ist ein Sachbuch, es sind Gespräche drin, auch mit prominenten Menschen wie der Autorin Charlotte Link, von der man jetzt auch nicht denkt, wenn man vor 1000 Leuten liest, dass man dann einsam sein kann. Und eben die Geschichte, meine Begegnung mit Ava. Und Ava hat sich offenbart und hat angefangen, mir Mails zu schreiben. Das war ihr kleines Fenster. Denn wer einsam ist, ist ja eigentlich nicht in der Lage, mit anderen zu kommunizieren oder sozial zu interagieren. Das ist so, als wenn die Fähigkeit, was wir beide jetzt hier machen, schrumpft. Ja. Und, ja, sie hat angefangen, mir sehr verstörende Mails aus ihren vier Wänden zu schreiben. Aber so diese erste Kontaktaufnahme, ich meine, da hat sie eine Freundin darauf hingewiesen, dass die Ava in einer schwierigen Situation ist. Wie ging diese erste Kontaktaufnahme? Was ist da passiert? Ja, das war ein Besuch im Krankenhaus und die Frage, was brauchst du, was ist los mit dir? Und sie war ablehnend und sie hat mich eigentlich vor die Wand gestoßen oder vor den Kopf gestoßen und hat gesagt, ich brauche nichts, ich will nichts, lass mich alleine, geh weg. Es war keine Zugewandtheit da. Man hätte ja auch sagen können, schön, dass du da bist, bitte bring mir doch Flipflops, Lippenstift und irgendwie, keine Ahnung, Bounty und Hanuta. Irgendwas. Und diese Kommunikationsstörung ist mir aufgefallen, denn so kannte ich sie nicht. Und ich habe einfach nochmal wieder angeklopft und habe gesagt, ist was, brauchst du was? Und dieses ist was und brauchst du was wurde über einen sehr langen Zeitraum abgelehnt und dann fing sie an, mir zu schreiben. Und das war ihr Fenster, sich mitteilen zu können. Denn Menschen, die einsam sind, sind in einer sogenannten Abwärtsspirale und vertrocknen sozial. Und ich bin natürlich mit einem, weil ich ja jeden Tag in Kommunikation bin mit meinem Redaktionsteam, mit meinem Lektorat von den Verlagen, mit meiner Familie, mit viel zu viel Speed auf sie zugelaufen. Einsame Menschen. Aber man fragt sich natürlich, weil, oder wenn man von ihnen lernen möchte und einen Menschen in dieser Situation sieht,
dann, wenn Sie jetzt reflektieren, was war der Auslöser jetzt für AWA, dann doch mit Ihnen Kontakt aufzunehmen? Sie wusste ja nun auf der einen Seite auch, dass Sie journalistisch unterwegs sind und musste vielleicht auch davon ausgehen, dass Sie damit journalistisch vielleicht etwas anfangen, weil man traut ja Journalisten erstmal nicht so unbedingt. Da möchte ich vehement widersprechen. Ich kenne sehr vielen Journalisten, denen ich vertraue. Und wenn ich als Privatmensch auf jemanden zugehe, dann ist das natürlich auch privat. Nur weil ich öffentlich Fragen stelle, ist das ja nicht alles öffentlich. Also das ist ja auch schon ein bisschen länger her. Das hat sich verwoben mit der Pandemie in der Zeit, als wir alle zu Hause saßen und diese unglaubliche emotionale Achterbahn hatten des Stillstandes, und auch meine Welt stand still. Und ich habe noch mal auf den Computer geschaut und habe gesagt, was habe ich denn da eigentlich noch liegen? Was liegt da noch? Und da poppten diese Mails von AWA wieder auf. Und parallel dazu habe ich selber an einer Einsamkeitsstudie teilgenommen. Und es geschah alles im privaten Bereich. Ich meine, sie ist die Schwester einer meiner besten Freundinnen, und dann veröffentliche ich das doch nicht sofort. Das ist Es ist aber mehr allgemeiner gemeint, was ich gemeint habe. Denn Sie haben vielleicht auch schon mal die Erfahrung gemacht, dass Sie in einem Kreis stehen und dann heißt es, was machen Sie eigentlich? Und dann Journalistin. Und dann verändert sich so ein bisschen die Diskussionslage, weil man denkt, jetzt ist hier plötzlich so ein Journalist neben einem und man muss vielleicht doch aufpassen, wie man sich verhält. Also bei Politikern merkt man das also ganz deutlich, finde ich, und auch vielleicht in anderen Bereichen. Aber da Sie sie kannten, hat sie Ihnen vertraut und sind Sie aber, ich meine, Sie sind, in Ihnen steckt ja nun eine Journalistin. Und ab wann haben Sie gemerkt, dass dieser Dialog vielleicht eben auch anderen helfen könnte, wenn Sie den Namen ändern und es dann eben journalistisch verarbeiten? Also sehr, sehr viel später. Da war diese Situation mit AWA eigentlich schon wieder vorbei. Ich habe die Zeiten nach vorne und nach hinten geschoben. Dieses Ereignis liegt 4-5 Jahre zurück und hat sich jetzt gemischt mit meiner Erfahrung in der Pandemie. Und das habe ich zu einem Buch zusammengeführt. Also ich habe als Mensch agiert. Und ich glaube, das ist unabhängig vom Beruf. Ich hätte auch Astronautin, Tierärztin oder Kassiererin sein können. Ich glaube, wenn uns allen jemand gegenübersteht und überhaupt wagt auszusprechen, ich bin einsam, das ist ja ein sehr, sehr mutiger Akt, dass dann viele stehen bleiben und reagieren und sagen, was kann ich denn für dich tun? Was brauchst du? Und es ging eigentlich erst mal darum, zuzuhören und sich anzuhören und das auszuhalten. Und diese Mails sind ja sehr heftig und sehr selbstverletzend und sehr für sie selbst auch sehr demütigend gewesen, wie ein großer Hilfeschrei. Nicht sofort zu sagen, habe ich nichts mit zu tun, ich drehe mich um und renne weg. Das ist völlig unabhängig von diesem Beruf, das möchte ich nochmal deutlich sagen. Und es ist erstmal nicht sichtbar, ob jemand einsam ist. Auch wir beide können in unserem beruflichen Umfeld sehr viele Menschen haben, die funktionieren und trotzdem niemanden haben, mit dem sie Nähe, Liebe, und ich meine jetzt nicht nur Intimität, physische Intimität, sondern auch mentale Intimität teilen. Und man hört es ja auch immer wieder. Wir ein, zwei Menschen, mehr eigentlich ja nicht, wo wir auch mal unser Bedürfnis nach Nähe, emotionale Nähe teilen können. Ja, man denkt ja auch manchmal, dass so Rockstars, die riesige Konzerte machen und wo die Fans ihnen zujubeln, dass die, wenn die dann alleine ins Hotelzimmer gehen, dass die sich einsam fühlen können. Das kann man ja erstmal gar nicht verstehen, wenn da Tausende zujubeln. Ja, ich habe ja für ja viele Interviews mit prominenten Menschen und nicht jeder Einsame hat dasselbe Bedürfnis. Und selbst wenn du 5000 Handylichtern gerade noch mit deinem Number One Hit gegenüber gestanden hast, ist vielleicht trotzdem keiner in deinem Hotelzimmer, der dich fragt, wie geht's dir denn? Da gibt es dann vielleicht ein Angebot nach Party, aber das ist ja kein emotionaler Austausch. Dieses Modell, nach dem wir uns ja alle sehen, jemanden zu haben, der uns sieht, uns wahrnimmt, uns nach unseren Bedürfnissen fragt und umgekehrt eben auch, das ist ja kein Auslaufmodell, Nähe, Liebe, Gemeinschaft. Und unabhängig vom Ruhm, der dann jeden Abend in einer anderen Stadt ist, immer mit einem anderen Team zusammen, das ist das schwer, Beziehungen zu halten. Und Beziehungen zu halten
Das muss man lernen, dafür muss man Vorbilder in der Familie haben, das muss man üben. Und wenn man wie Ava aus einem Umfeld kommt, einem familiären Umfeld, was einen sehr, sehr wackeligen, splitterigen Grund hat, eine unsichere Basis, dann braucht es manchmal nur einen Windhauch, dass es dich aus der Lebensbahn katapultiert. Und in diesem Zustand habe ich Ava ja kennengelernt. Aber man hat eben auch das Gefühl, dass sie in diesem Buch selber auch irgendwie emotional, nicht, ja, auch irgendwo emotional betroffen sind. Inwieweit kennen Sie selber Einsamkeit? Ja, die Begegnung ist wahrscheinlich auch zustande gekommen, weil ich gedacht habe, irgendwas berührt mich da, was sicherlich auch mit mir zu tun hat. Und ich habe auch noch mal auf meine Einsamkeitsinseln geschaut. Ich komme aus einer eher schweigsamen Familie, in der Themen, Probleme eher unter den Tisch gekehrt worden sind. In meinem Buch Meine Nachmittage mit Eva habe ich ja noch mal das Thema der Nazi-Vergangenheit meiner Familie mit meiner Freundin Eva, einer Auschwitz-Überlebenden, auch noch mal aufgearbeitet, weil viele Themen nicht besprochen worden sind. Meine Eltern waren damit beschäftigt, ihre Zukunft, ihr Leben in den 70ern, in den 80ern eben aufzubauen. Und vielleicht war es auch nicht die Zeit, uns Kinder dann zu fragen, wie fühlst du dich, was sind deine Träume? Ich war sehr, sehr verschlossen, noch bis in die Zeit des Studiums hinein. Und ich habe verstörende Zeiten auch im Ausland gehabt, auch sehr schöne Zeiten. Aber ich habe eher Menschen gefragt, wie geht's dir denn, als dass ich etwas von mir selber erzählt habe. Und natürlich war die Auseinandersetzung mit dem mit der Einsamkeit von Ava auch nochmal eine Möglichkeit, mich das zu fragen. Und klar, man denkt natürlich, du hast eine Familie und du bist ein kommunikativer Mensch. Und trotzdem haben wir, glaube ich, alle diese Räume. Und ich habe jetzt heute mit meinem Ehemann jemanden, den kann ich auch in meine Einsamkeitsräume mit reinnehmen. Ich bin da nicht mehr nur alleine, wenn ich Lust habe. Ich kann mit ihm darüber reden und das ist sehr beruhigend. Ich muss es nicht, aber ich könnte es. Und von daher habe ich auch gemerkt, wie beim Schreiben gemerkt, wie ich mich verändert habe im Laufe der Jahre. Können Sie das beschreiben, wie Sie sich nach dem Autounfall von Ihrem Bruder gefühlt haben in Bezug auf Einsamkeit, denn da schreiben Sie ja auch, dass das für Sie eben eine einsame Erfahrung gewesen ist. Ja, es war jetzt nicht nur ein Autounfall, wo die Frontscheibe kaputt war oder die Motorhaube, sondern es war ein Unfall, der für meinen Bruder mit einem Flug über die Leitplanke bei erhöhter Geschwindigkeit eben tödlich ausgegangen ist. Und wir haben zusammen eine Produktionsfirma gehabt, wir waren zusammen im Urlaub, unser Freundeskreis hat sich geteilt, wir kommen aus einem Elternhaus, wir waren immer eng miteinander und auch im Dialog. Das ist ja das, was Geschwister ausmacht. Und dieser Dialog ist eben von einer Sekunde auf die andere abgerissen. Das ist natürlich ein Schock, der einem den Boden unter den Füßen wegzieht, wenn man an der Leitplanke steht und seinen eigenen Bruder da identifiziert. Und das ist eine unsichtbare Wunde, die sich, glaube ich, auch nie schließen lässt, weil jeden Tag gibt es Momente, wo ich denke, Mensch, da würde ich den Martin gerne anrufen. Ja. Gestern hat Werder den Aufstieg geschafft. Das hätten wir natürlich geteilt und gefeiert in die erste Bundesliga. All solche Dinge. Das ist für Münchner total lächerlich, weil ihr ja eh immer gewinnt. Aber diese Fenster, diese einsamen Fenster lassen sich nicht mehr schließen. Aber ich habe Menschen, mit denen ich das teilen kann, Erinnerungen teilen kann. Und trotzdem hat ja jeder Einsame und jede Einsame auch andere Bedürfnisse. Da gibt es keine Universallösung. Aber ja, das ist zum Beispiel ein großes Einsamkeitsfenster. Es ist die verstörende Phase des Teenager- und Abiturientenzeit. Wo wird mein Platz sein? Wo kann ich sein, wie ich bin? Wer bin ich? Also diese Fragen, die sich ja viele junge Menschen stellen. Werde ich ankommen an diesem Ort? Und klar, jetzt laufe ich auch schon mehr als 5 Jahrzehnte über diesen Planeten. Da gibt es ja auch beruhigende Antworten auf vieles, was einen früher so verstört hat. Das geht Ihnen vielleicht auch so.
Dieses Sprechen mit dem Hund, was Sie ja auch ansprechen, glaube ich, können sehr viele Menschen nachempfinden. Ne? Also das merkt man ja auch, wenn man irgendwie im Park ist und dann merkt, wie so die Beziehung zwischen Hundebesitzern und ihrem Hund ist. Das hat Ihnen auch geholfen. Ne? Naja, das klingt jetzt so ein bisschen out of the box. Das muss man sagen, da war ich ja sehr, sehr jung und habe praktisch die an Supermärkten angebundenen Hunde genutzt als Gesprächspartner, um ihnen ja vertrauensvoll, ich wusste ja, sie können das nicht mitteilen, meine Probleme mitzuteilen. Also ja. Heute bin ich keine Frau, die durch den Park läuft. Ich habe ja immer Hunde gehabt in allen Lebensphasen und mit ihrem Hund spricht. Mein Verhältnis ist sehr... ja, jetzt nicht, ich vermenschliche keine Hunde. Aber warum eigentlich nicht? Also es ist doch ganz gut, wenn man... Nein, aber es war da geht es ja jetzt nicht unbedingt um den Hund, sondern es geht ja eigentlich um einen selber, dass man das mal ausspricht, was einen bewegt, um es dann sozusagen in die menschliche Welt zu tragen. Ja, das stimmt. Das kann man, also heute würde ich dann eher, oder das mache ich ja auch, Tagebuch schreiben oder Notizen machen auf dem Laptop. Ja. Es ist sicherlich gut, die Dinge, die einen bedrücken, egal ob man das jetzt seinem Goldfisch oder seinem Hund erzählt oder seinem Tagebuch, das zu notieren und nochmal zu reflektieren. Mhm. Aber das war als Kind mein Ventil, weil einfach wenig Menschen da waren, die auch zugehört haben. Heute ist das anders und heute, und das muss man eben auch sagen, ist ja die Kommunikation mit einem Gegenüber auch nicht immer einfach. Es gibt ja Kritik, es gibt Gegenwind, es gibt eine andere Haltung. Das muss man ja aushalten in Beziehungen, ganz egal welcher Form sie sind. Und je mehr man sich zurückzieht von sozialen Beziehungen, das ist ja auch die Erfahrung, die Einsame machen, umso weniger ist man geübt, das eben auch auszuhalten, dass der andere mal eine andere Sichtweise hat. Ja, es geht ja, also Sie sprechen ja auch davon, dass man den Leuten dann mal die Frage stellt, wie geht's dir? Und dieses wie geht's dir, das kann man ja ganz unterschiedlich fragen. Mhm. Also in Amerika sagt man, how are you? Und dann ist es fine. Und Deutsche, die dann nach Amerika gehen, haben da ein gewisses Missverständnis, weil sie dann glauben, auspacken zu dürfen, wie es wirklich psychisch und physisch geht. Und dann ist der Amerikaner total erschrocken und will das gar nicht hören. Ich will das aber gar nicht auf die Amerikaner begrenzen, sondern das kann man auch bei uns absolut so sehen. Also dieses, wie geht's dir wirklich, ist ja auch die Frage, es muss passen. Der Moment muss der richtige sein. Wie sehen Sie das? Das sehe ich ganz genauso. Also wenn wir dann mit unserer German Angst kommen oder allen Details, das erschreckt, das weiß ich auch aus langer Zeit in Amerika natürlich viele. Und trotzdem ist es was anderes, ob man den Freundinnen oder den Freunden, dem Partner wirklich mal sagt, sag mal, wie geht's dir denn wirklich? Ich habe Zeit, um zu signalisieren, man dreht sich auch nicht gleich um oder macht parallel irgendwas auf dem Handy. Wir sind ja heute so, dass wir zuhören und gleichzeitig auf dem Flatscreen manchmal gucken, dass man all das weglegt und sich Zeit füreinander nimmt. Ich glaube, es ist banal und gar nicht mehr selbstverständlich. Ja. Manchmal ist man ja zu seinem, keine Ahnung, wie oft sie ihren Hausarzt sehen, aber manche Leute sind ja netter zu ihrem Hausarzt als zum eigenen Partner, mit dem man die vier Wände teilt oder der eigenen Partnerin. An apple a day keeps the doctor away. Das ist genau. Genau, also in Kommunikation zu treten und sich Zeit zu nehmen und auch wirklich nachzufragen, ist, glaube ich, ein sehr, sehr wertvolles Geschenk. Und da könnte man auch mal auf die eine oder andere Netflix-Folge dann tatsächlich verzichten. Also mir hat diese kostbare Zeit der Spaziergänge mit bewussten Freundschaften in der Pandemie sehr geholfen. Aber das muss man natürlich auch üben, wenn niemand da ist, darum zu bitten, Zeit miteinander zu verbringen und zu sagen, ich brauche dich jetzt mal. Es ist schwer, von außen Einsamkeit zu erkennen. Es ist eine ganz versteckte und stille Krankheit. Es ist ja nicht so, dass die Leute mit dem Schild auf der Stirn herumlaufen, denn es ist so schambesetzt zu sagen, man ist einsam. Du giltst ja sofort als sozial inkompatibel und als super Außenseiter. Und das Gegenüber hat ja sofort das Gefühl, oh Gott, jetzt habe ich so einen Klotz am Bein und muss mich darum kümmern. Also niemand kann etwas dafür, aber die drinstecken, müssen den anderen außen auch sagen, ich schaffe das nicht alleine.
ich brauche eine Hand, die mich hier rausholt. Hat es nicht auch irgendwas damit zu tun, dass man sich zugehörig fühlen muss oder sollte zu irgendeiner Gruppe? Also ich sage jetzt mal, auch wenn es ein Kaninchenzüchterverein ist, aber dass man in einer Gruppe ist, in der man Freundschaften schließen kann und wo man sich dann den einen oder anderen vielleicht auch als interessanten Zuhörer suchen kann. Also dieses, was Ava ja hat, diesen Glücksfall, dass sie sich jetzt um sie gekümmert haben und sich langsam ihr angenähert haben, den hat ja nicht jeder. Und was wäre denn Ihre Empfehlung für Leute, die in einer solchen Situation stecken, da rauszukommen? Also wie agiert jemand, der sich einsam fühlt, am besten, um aus seiner Situation rauszukommen? Also nicht jeder Einsame und Einsame hat ähnliche Bedürfnisse. Die sind natürlich sehr individuell, aber Ihr Vorschlag ist natürlich nicht schlecht, anzuknüpfen bei Angeboten, die jede Kommune, jede größere und kleinere Stadt ja auch der Gemeinschaft anbietet. All das habe ich ja aber auch vorgeschlagen. Aber dann ist man ja schon sehr weit, so ein Angebot sich zu suchen und anzunehmen. Und wenn man kurz davor ist, in eine depressive Phase zu rutschen, dann ist das sicherlich nicht der Fall. Und wir beide würden natürlich sagen, nimm mal den Hund, üb erst mal wieder diese kleine Kommunikation. Und sicherlich im Verein, im Ehrenamt kann man Kommunikation wieder üben, soziales Miteinander, ohne dass es gleich verpflichtend ist. Wenn man gleich die Erwartung hat, daraus wird eine Freundschaft, muss es ja wieder dieser Austausch sein. Kann daraus ergeben, aber muss ich nicht. Es reicht ja auch, dass man Gesprächsangebote nutzt. Die Telefonseelsorge bietet so etwas an, die muslimische, katholische, evangelische. Es gibt die Silber-Hotline, es gibt das Kinder- und Jugendtelefon. Erstmal zu üben, auszusprechen und zu gucken, wo stehe ich denn eigentlich? Habe ich ein Problem und kapsel mich ab am Wochenende? Sage ich immer mehr Angebote ab oder suche ich mir doch Angebote? Und es gibt wirklich genügend Angebote. Nur den Schritt selber aus der Isolation heraus muss man selber wagen. Aber das, was Sie vorschlagen, ist natürlich eine ganz gute Idee. Und ansonsten muss man gucken. Wir müssen vielleicht auch in der Kommunalpolitik, in der Stadtpolitik noch besser diskutieren. Wo haben wir Orte, an denen man sich vielleicht begegnet? Was ist Architektur? Sitzt dann jeder dann doch in seinen eigenen vier Wänden oder gibt es nicht doch einen Innenhof, einen Gemeinschaftsraum, wo man leichter und zufälliger sich vielleicht auch begegnet als nur im Treppenhaus oder bei den Mülltonnen? Ja, da müssen wir uns vielleicht auch ein bisschen verändern. Weil Sie Depression gesagt haben, fand das schon sehr mutig, wie lange Sie mit ihr gesprochen haben. Und Sie haben ja eben selber gesagt, also Einsamkeit kann dann eben auch in eine Depression führen und dann wird es ja echt gefährlich. Mhm. Ab wann war Ihnen denn klar, dass Sie jetzt das alleine vielleicht nicht mehr packen mit Ava, sondern dass es eben jetzt tatsächlich auch gefährlich wird, weil es in eine Depression reinrutscht und wir wissen, dass Depressionen tatsächlich lebensgefährlich sein können. Rutschen könnte, genau. Also es war immer so, dass ich Ava gemeldet hat. Es war nie so, dass ich der Motor sein konnte. Ich habe das ja am Anfang immer wieder versucht und wie so ein kleiner Mauerspecht, so ein Einsamkeitsspecht immer wieder angeklopft, aber sie musste bereit sein, sich zu melden und hat sich dann eben auch in einem späteren Prozess dann auch professionelle Hilfe geholt. Damit wäre ich sonst ja auch überfordert gewesen. Ich konnte anbieten, vorbeizukommen. Ich habe ein Trostpaket abgeliefert beim Bütchen oder beim Kiosk unten. Ich habe immer wieder Nachrichten geschickt. Ich habe auf die Mails geantwortet. Aber sie hat das Tempo vorgegeben. Also für mich hätte der Austausch auch sehr viel schneller sein können, aber das lag nicht in meiner Hand. Und ich glaube, dass sie heute wieder berufstätig ist und dass sie auch wieder einen Urlaub plant zum Sommer hin. Das liegt sicherlich eben auch an der professionellen Begleitung. Das können Angehörige, Freunde oder eben, ich bin ja sowas wie eine entfernte Bekannte gewesen. Für sie war es eben gut, dass es nicht Familie war. Manchmal ist das ja ganz gut, wenn das nicht jemand ist, der dir so nah ist, so schon in Schubladen sieht oder beurteilt. Ne? Das ist kann sehr, sehr hilfreich sein, wenn man mit Leuten spricht, die man eigentlich überhaupt nicht kennt. Und
die einfach mal zuhören. Ne? Das und wir wissen natürlich auch beide, es ist ja momentan enorm schwer, einen Platz zu bekommen bei einem Psychologen, bei einer Psychologin, bei Analytikern. Da haben wir ja wirklich einen Mangel auch in unserem Land. Viele, egal ob bei Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen, haben diesen Bedarf. Und das haben wir schon in der Pandemie festgestellt. Da gibt es einfach einen hohen Bedarf. Und sie hatte Glück, dass sie eben vor einigen Jahren dann auch jemanden gefunden hat. Fällt mir gerade ein, ich bin mal spaßeshalber den Jakobsweg gegangen. Ja. Und spaßeshalber, die ganze Strecke. Nein. Nur fünf Tage. Das waren 117 Kilometer. Mhm. Aber was ich da interessiert, weil das war so auf meiner Bucketlist, das wollte ich mal machen. Und da trifft man lauter Leute aus Peru, aus Südamerika, Australien, überall her. Und ich habe gemerkt, die erzählen einem dann ihre Lebensgeschichte. Ja? Und da läuft man dann 2 Stunden nebeneinander her und dann trifft man sich nie wieder. Aber dass diese Anonymität, die ist was Witziges und ist eine interessante Erfahrung. Ja, ja, das ist ein Schutz. Und trotzdem zu wissen, das war ja bei uns so, es gibt da ein entferntes Band und hier eben auch zu signalisieren, das, was wir besprechen, bleibt unter uns. Mhm. Das teile ich jetzt nicht unbedingt mit ihrer Schwester. Und natürlich hatte ich auch Phasen, ich war ungeduldig, ich war wütend. Ich hatte Diskussionen mit meinem Mann, was habe ich mir da für einen Klotz ans Bein geholt? Ich bin überfordert. Ich glaube, alle diese Reaktionen sind auch normal und sind auch ehrlich. Also davon war ich ja auch nicht frei. Ja. Und ihr zu sagen, was brauchst du denn jetzt genau? Jetzt bist du mal dran, du Eisprinzessin, die du dich einmauerst mit deiner doppelten Neoprenwand. Wie sollen wir zu dir durchkommen? Wir stehen alle vor deiner Haustür. Und sie hat ja immer das Gefühl, alle gehen durchs Treppenhaus und gehen dann in ihre 4 Wände. Da wartet jemand, da schlägt ein anderes Herz. Aber dafür muss man auch rausgehen. Ja? Du musst selber in Kontakt treten. Das ist ja dieses Widersprüchliche. Ja, ich kann mir vorstellen, dass Sie mit anderen, als Sie dieses Buch dann auch geschrieben haben, so generell über Einsamkeit auch gesprochen haben, um einfach mal zu hören, wie reagieren die alle darauf. Haben Sie da nicht auch manchmal gehört, die sind einfach selber schuld, wenn sie einsam sind? Was können wir dafür, wenn sich einer da so einmauert? Ja, das ist wie bei anderen mentalen Erkrankungen. Da denkt man ja auch, warum liegt der Depressive im Bett, wenn draußen die Sonne scheint und zieht sich die Decke über den Kopf? Ich glaube, es ist noch immer leider einfacher für uns, wenn wir jemanden sehen mit einem Gipsbein. Und dann hätte ich sie ja auch nicht auf 5 Tage Jakobsweg eingeladen, wenn sie dazu nicht in der Lage gewesen wären, zu laufen, die Strecke. Und ich glaube, wir brauchen einfach auch Geduld und einen langen Atem für diese mentalen Erkrankungen und diesen Rückzugsimpuls. Und wer lange einsam ist, nimmt ja die Umwelt auch anders wahr, hat selber das Gefühl, ich habe nicht genug beizutragen, ich habe nicht genug zu erzählen, bin nicht gut genug für diesen Abend beim Abendessen. Der Typ im Treppenhaus ist jetzt auch noch sauer auf mich und die Kioskfrau auch noch wütend. Also es gibt dann auch eine Fehlinterpretation. Wenn Sie Interpretation sagen, dann finde ich es schon interessant, dass Ava Ihnen gesagt hat, lies mich nur, beurteile mich nicht. Mhm. Dieses, was hat sie damit gemeint? Ich meine, das ist ja, lies mich nur, heißt ja eine große Oberflächlichkeit. Und aus diesem. Naja, das weiß ich nicht. Sie war ja enorm offen. Sie hat ja ihr Herz aufgerissen und hat das ja teilweise wie ein Gefühlstsunami über mich rübergeschwappt. Aber ich glaube, ich würde es eher so sagen, dass ich es nicht werten sollte, dass ich nicht sage, oh mein Gott, was machst du da? Ich habe es versucht, nicht ihr gegenüber zu werten in der Situation, in der sie ist. Das war ihr, glaube ich, wichtig und das hat, glaube ich, auch Vertrauen geschaffen. Wir sind doch schnell dabei. Es trennt sich jemand, es verliert jemand den Job zu sagen, oh mein Gott, wie kann man so bescheuert sein? Oder war ja klar, dass die Ehe an die Wand läuft. Wir beurteilen oft etwas von außen, ohne selber in dieser Situation zu stecken. Und seitdem wir alle auf Social Media unterwegs sind, machen wir das sowieso noch schneller mit einem Like oder Nicht-Like. Ja. Ich war da wie so ein ausleihbarer Sparringspartner. Und ich kann Ihnen gar nicht mehr sagen, Herr van Hoven, warum ich da war. Es hat mich auch fasziniert, in was für eine Situation ein Mensch
kommen kann, den ich ja am Horizont zu meiner Freundin Caro immer gesehen habe. Die hat ihr Studium gemeistert. Okay, die hat einen schweren Start im Elternhaus. Die Mutter war krank. Der Vater hatte immer diese zynischen Hacksprüche auf die Mädels reingehackt. Aber viele andere Freunde von mir haben ja auch einen schweren Start gehabt. Ja, klar. Trotzdem sind die ja nicht so aus der Bahn geflogen. Aber dieses Entschuldigung, das wäre ja. Das. Ja, ja. Dieses Nicht-Werten, das ist ja auch relativ, ja, weil man will ja helfen und es steckt ja in einem drin, dass man dann doch vielleicht einen Tipp gibt. Und dieser Tipp kann dann schnell auch als Wertung irgendwie verstanden werden. Wir sind schnell da, aber das sind dann Tipps, die vielleicht für uns beide gelten würden, die wir diese Situation nicht haben. Das wissen wir doch auch bei Freunden, die depressiv sind. Das bringt alles nichts, zu sagen, lüfte doch mal, geh mal raus, mach mal dies, mach mal das. Das ist das Tempo des Gesunden und der Gesunden mit dem Blick, was wir eins zu eins transportieren. Und das habe ich natürlich auch alles versucht. Komm doch mit, wir gehen schwimmen, wir gehen Fahrrad fahren, komm raus. Aber das wurde alles abgelehnt. Und irgendwann habe ich mich dann auf ihr Tempo eingelassen. Das war eine sehr große Herausforderung. Und glauben Sie mir, das ist auch nicht immer leicht gefallen. Das war eben auch verbunden mit Emotionen meinerseits. Aber die habe ich eben mit mir ausgemacht oder mit anderen. Und ihr gegenüber war ich da. Und aber dieses, ich glaube, darum geht es, einfach da zu sein. Und wir haben viele Menschen, die einfach da sind, auch für andere. Aber man muss, und das haben Sie auch, also die ist ja nicht einfach, die Ava. Ne? Die ist ja also bockig und alles Mögliche, aggressiv. Und das müssen Sie ja dann auch wegstecken können. Ja. Haben Sie da eine Technik gehabt, nach einer Mail oder nach einem Gespräch mit ihr, weiß ich nicht, boxen zu gehen oder im Park spazieren gehen? Ja, Boxen mache ich gerne und schwimmen, und das ging ja dann nicht in der Pandemie. Und einfach die Auszeit mit dem Hund. Ich glaube, ich bin da ganz schön resilient. Ich meine, mir hat auch... Ich schon zweimal das Leben den Boden unter den Füßen gezogen. Ich kenne solche Ausnahmezustände und ich weiß, dass das manchmal einfach Zeit braucht und Geduld braucht. Und wir sind einfach auch alle sehr ungeduldig, dass was schnell gehen soll. Die Flecken bei einer Hautkrankheit sollen schnell weg. Das soll schnell weg. Manchmal geht es aber nicht schnell. Und die Geduld hatte ich, glaube ich. Ich weiß, dass ich selber gut verankert auf dem Boden stehe und meine Schultern waren offensichtlich breit genug, das zu tragen. Das heißt aber nicht, dass ich das jetzt andauern und immer wieder kann. Jetzt, nachdem Avas Geheimnis ja draußen ist, kommen ja viele auf mich zu und sagen, vielleicht mal beim Einkaufen oder wenn man im Theater oder im Kino ist, das habe ich gelesen, mir geht es manchmal auch so. Aber manchmal spürt man es ja auch, wenn die Nachbarin nach langer Zeit den Partner verloren hat und ich habe die immer zusammenlaufen sehen, dann bleibe ich eben auch mal stehen und frage, wie geht's Ihnen denn? Ja, das oder vielleicht auch die Frage, ich kenne da jemanden und könnten Sie sich um den kümmern? Also das kann ich mir vorstellen. Ja. Nein, aber es gibt natürlich auch Menschen, die einfach sich nicht so verhalten können wie Sie, die einfach auch sagen, also das packe ich nicht. Und ich glaube, das war ja die Schwester, ne? Die Schwester von Ava, die hat gesagt, also das kann ich nicht. Und von ihr würde man ja vielleicht mit am ehesten erwarten, dass sie sich kümmert, eben weil sie die Schwester ist. Aber auf der anderen Seite, auch ziemlich ehrlich, sie kann es nicht, weil wahrscheinlich sie dann selber auch in eine Depression abgleiten können. Ja, also ich glaube, ich weiß ja, und das habe ich auch geschrieben, die Schwester hat sie auch lange Jahre versucht. Sie war immer da, sie hat immer geliefert, sie ist immer vorbeigefahren. Aber sie hat gesagt, irgendwann kannst du auch 3000 Signale setzen, da muss mal was vom anderen zurückkommen. Und offensichtlich war in dieser Phase ist aber eher leichter, es mir zu sagen, ja, keine Ahnung warum. Caro ist eingebunden in einen erfolgreichen Job, die hat auch Familie, die hat Kinder. Das ist vielleicht unter Schwestern, die aus dem gleichen Nest kommen, die ähnliche Wunden haben, aber anders mit diesen Wunden umgehen. Die eine hat sich in Arbeit und Ehrgeiz katapultiert und die andere
hat eben als Grundschullehrerin auch ihren Erfolg gesucht, aber hat keine Familie, hat keine Partnerschaft. Das sind ja sehr unterschiedliche Schwestern. Und da war Reibung und die Sehnsucht nach Nähe da. Und gleichzeitig eben auch, nachdem man das Elternhaus verlassen hatte, hat jede versucht, alleine zu überleben. Ja? Mit dem Gepäck, was man von zu Hause mitbekommen hat. Es ist nicht so, dass Caro es gar nicht versucht hat. Die war einfach auch mal durch jetzt, glaube ich. Ja, ja, aber das hört man schon öfter, dass also Familien, die sich sehr intensiv um psychisch kranke Menschen bemüht haben, dass sie irgendwann sagen, jetzt kann ich nicht mehr. Und dann haben wir hier in Deutschland natürlich das Glück, dass wir da ein relativ enges Netz haben im Vergleich zu anderen Ländern. Aber da ist auch so ein großes Verständnis irgendwo da, dass dann ab einer gewissen Zeit einfach die Kraft fehlt. Ne? Das ist ja auch durchaus verständlich. Und wenn man dann eine Familie hat, die gut miteinander spricht, dann kann man ja auch sagen, jetzt bist du mal dran, jetzt trag du das mal eine Zeit lang. Das ist ja wie mit der Pflege von Angehörigen und anderen Care-Arbeiten. Genau. Aber zu schauen, wie ist unsere Art von Beziehung und was hat sich durch Social Media vielleicht auch verändert? Wann nehmen wir uns wirklich Zeit für jemand anders? Und dieses Kontingent ist bei Ihnen, Herr van Hoven, und bei mir auch begrenzt. Also da passen in diesen ganz intimen Zirkel, wenn wir uns wirklich um 5 Menschen emotional kümmern, ist es das Maximum. Mehr schaffen wir alle gar nicht. Und wenn man schon schaut mit den Kindern oder dem Ehemann, ich habe jetzt auch einen, der sehr eine emotionale Bombe ist. Habe ich auch. Halt auch Kraft. Und dann hast du hier noch eine Freundin und da einen guten Bekannten. Das ist ein begrenzter Zeitraum gewesen. Der hat sich lange gezogen und ich bin natürlich jetzt auch noch da für Ava. Aber das verstehe ich, zu gucken, in welcher Form von Beziehung kann ich was leisten. Aber wichtig ist eben nochmal am Ende zu sagen, Einsamkeit ist schambesetzt und der oder diejenige, die sich so fühlt und die uns jetzt vielleicht zuhören, können nichts dafür. Und es wäre schön, wenn man es schafft, je mehr wir darüber reden, diese Scham und diese Tabuisierung abzubauen und zu sagen, ja komm, dann lass uns doch mal gucken, wie können wir dich wieder einbinden. Also ich glaube, dass das jetzt im Moment eine sehr viel höhere Relevanz noch bekommen hat, eben aufgrund von Corona. Also da müssen ja jetzt sehr viele wieder ins normale Leben einsteigen. Es wird jetzt wieder gesagt, man muss regelmäßig in die Firma kommen und man muss da also mindestens 3 oder 4 Mal pro Woche erscheinen. Das ist für viele, die jetzt also 2 Jahre lang in dieser eingemauerten eigenen Welt gelebt haben, gar nicht so einfach. Haben Sie irgendwie bei Ihren Recherchen festgestellt, dass da irgendwas Gesellschaftliches passiert, um dieses Thema aufzufangen? Also das sehen Sie natürlich richtig, der Radius ist ja auch sehr, sehr eng geworden. Also ich glaube, wir müssen die Leitplanken wieder nach außen schieben und mehr Einflüsse reinlassen. Die eigenen 4 Wände, das Arbeiten über den Screen war eine Notlösung. Am Ende braucht der Mensch das Miteinander und wir brauchen die Kommunikation, wir brauchen die Begegnung und wir beide kommen noch auch aus einer kreativen Branche, in der wir wissen, viele Dinge werden auch mal auf dem Flur, auf dem Weg zur Kantine miteinander angedeutet. Die Begegnung ist immer eine Chance und ist eine Herausforderung und ich hoffe, dass wir wieder lernen, diese Begegnung mit all der Leidenschaft eben auch zu leben und Team-Meetings, da kann mir jemand erzählen, was er will, sind anders, wenn wir in einem Raum sitzen, wenn man die Physis mitbekommt, den Weg hin und zurück. Also ich hoffe, dass wir auch alle wieder aus den eigenen 4 Wänden ein bisschen herauskriechen aus unserem maulwurfshaften Sein. Und die Zahlen, klar, ich meine 2018, als England das Einsamkeitsministerium gegründet haben alle noch gelacht. Ja. Wir haben sowas eher auf einer sozialpolitischen, kommunalen Ebene geregelt. Aber zu sagen, wir haben ein Auge drauf, gerade wenn Jüngere sagen, ich bin einsam, die im Aufbruch sind, die anfangen, berufliche, familiäre, partnerschaftliche Netzwerke zu knüpfen, das ist doch schon sehr erschreckend. Und es geht um langfristige, intensive Beziehungen. Und das ist immer Arbeit und beide Seiten müssen dranbleiben. Also der Einsame kann auch nicht nur sagen, Hilfe und dann auch
nicht zurückgeben. Also es ist schon ein Ping-Pong. Jetzt müssen Sie mir nur noch bei einer Sache helfen. Also als ich mich mit Freunden und so darüber unterhalten habe, dass wir heute eine Sendung machen, ja, da haben sie gefragt, worüber macht ihr denn eine Sendung? Da habe ich gesagt, ja, Bärbel Schäfer hat dieses Buch geschrieben, aber das Geheimnis, meine Begegnung mit der Einsamkeit. Ja, wie, ist das ein Roman? Ist das ein Sachbuch? Was? Da helfen Sie mir. Was haben Sie für ein Buch geschrieben? Es ist ein Sachbuch mit literarischen Momenten. Und diese Mails, das habe ich natürlich mit Ava abgesprochen. Welche können wir veröffentlichen? Ich bin nochmal mit meiner Sprache und in Rücksprache mit ihr bei einigen Formulierungen darüber gegangen. Aber der ganze Kern kommt von Ava. Und der Sachbuchteil, die Informationen, wie gehen andere Länder mit Einsamkeit um? Wie macht das die Gaming-Szene? Da gibt es ein sehr erfolgreiches Spiel zu dem Thema. Warum gibt es Studien in unserem Land zu diesem Thema innerhalb der Pandemie? Das ist dann der Sachbuchteil. Also es gibt viel. Ja, ist wirklich klar. Also, und also auch die Interviews, die sind sehr, vor allen Dingen mit der Psychologin, das ist, glaube ich, sehr hilfreich. Nochmal. Kennen Sie denn auch Einsamkeit? Ich meine, ich kenne Sie auch als jemand, der immer in der Öffentlichkeit war. Wir haben beide im Talkshow-Bereich lange produziert und waren dort tätig in der Leitung. Auch Sie kennen sowas? Ich finde es gut, dass Sie jetzt sozusagen in Ihren alten Beruf zurückkommen und mir auch mal Fragen stellen. Ich kenne das bestimmt auch, klar. Und, aber ich muss auch sagen, ich hab das Glück in einer wirklich tollen Familie. Also ich sag dann immer, also Frauen können mir nichts vormachen, weil ich mit 4 Frauen jetzt zusammengelebt habe lange. 3 Töchter und eine Frau, die auch sehr, ich würde sagen, auch ihrem Mann sehr ähnelt und diese Energie in sich trägt. Und dadurch bin ich eigentlich immer sehr gut aufgefangen, wenn es mir mal nicht gut geht. Aber ich suche dann auch ein bisschen Einsamkeit und kann mich gut mit mir selber auch beschäftigen. Denn es ist ja auch... Vielleicht alleine sein, ne? Also genau. Dieses selbstgestaltete Alleinsein und diese Sehnsucht, wie Sie das erzählen beim Wandern oder ich fahre dann auf eine Nordseeinsel im November, da ist ja auch kein Mensch. Das verstehe ich, gerade wenn wir so viel in Kommunikation sind, zu sagen, okay, jetzt schenke ich mir die Zeit und das mache ich ganz bewusst. Das ist ja nochmal was anderes als ein unfreiwilliges Ganz Alleinsein. Ganz wichtig. Also das ist nochmal ganz wichtig. Und ja, das, glaube ich, ist auch wichtig, sich sowas zu schenken, weil daraus, aus diesem Nichts und dem Monotonie des Laufens dann ja vielleicht auch neue kreative Ideen entstehen. Aber ich glaube auch, dass es vielleicht nochmal für Männer nochmal was anderes ist. Wenn sie jetzt das Geschenk haben, umgeben zu sein von kommunikativen Frauen, dass viele Männer auch unserer Einsamkeit vielleicht leiden und das gar nicht so aussprechen können, noch mehr als Frauen. Ja. Aber eine letzte Frage habe ich noch. Was ist das für ein Bild hinter Ihnen? Das ist eine Arbeit von Hubert und Birchler. Das sind 2 Fotografen, die direkt nach dem Mauerfall in stillgelegte Kinos gegangen sind. Die haben außen noch den letzten Film, praktisch der dann so lief, bevor das System zusammenbrach, fotografiert haben oder eben so vor für Innenräume. Aha. Und da ist ein Film dabei, eine Filmrolle, da steht Gloomy Sunday drauf. Und das war der Film, in den mein Mann und ich gegangen sind, als wir uns kennengelernt haben. Ah, okay. Aber die Arbeit von den beiden ist sehr spannend. Liebe Bärbel Schäfer, an der Stelle ganz herzlichen Dank für das Gespräch und ich wünsche Ihnen richtig viel Erfolg mit Ihrem Buch, weil ich es auch für sehr, sehr wichtig halte. Danke sehr. Vielen Dank, Herr van Hoorn. Dankeschön. Grüße. Van Hoorn wurde Ihnen präsentiert von der Legend Akademie.